Bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, wir befinden uns in einer gesellschaftlichen Transformation. Die Digitalisierung ist die größte Transformation seit der Industrialisierung. In einem kürzeren Zeitraum, als Ost- und Westdeutschland Zeit hatten, sich nach der Wende wieder anzunähern, ist das Internet zu einem alltäglichen und nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil unserer Gesellschaft geworden. Es ist völlig egal, ob ich heutzutage meine Lieblingsserie auf Netflix anschaue, mit Anna ihren Europawahlkampf in der Textbegrünung plane, ob ich einen Kita-Platz beantrage oder einfach im WhatsApp-Chat mit meiner Familie quatsche. Ich möchte und ich kann in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht mehr auf das Internet verzichten. Doch all diese großartigen Möglichkeiten haben natürlich wie immer auch ihre Schattenseiten. Wir haben zig Kommunikationskanäle, wir sind permanent erreichbar und Werbung suggeriert uns auch im virtuellen Raum, dass unser Glück allein vom Konsum abhängt. Höher, schneller, weiter. Digital first, Bedenken second. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, in Zeiten des Hamburger Forts und Fridays for Future müssen doch jetzt alle mal verstanden haben, dass wir nicht ewig weiter wachsen können. Und deswegen fordere ich eine nachhaltige Digitalisierung. Sachsen muss doch seinen Beitrag dazu leisten, dass wir die Pariser Klimaziele erreichen. Und dafür werde ich kämpfen. Digitalisierung muss dazu beitragen, dass wir weniger Energie und weniger Ressourcen verbrauchen und auf keinen Fall die Klimakatastrophe auch noch beschleunigen. Und das geht zum Beispiel beim ÖPNV. Der CO2-Ausstoß des Individualverkehrs könnte drastisch minimiert werden, wenn wir endlich den politischen Willen hätten, zum Beispiel den Sachsentakt 21 einzuführen und den dann auch noch mit digitalen Plattformen zu verknüpfen, der Angebote verschiedenster Mobilitätsanbieter kombiniert. Dann brauche ich nämlich kein eigenes Auto mehr, dann reicht nämlich ein Ticket von Leipzig nach Bad Schlema, dass das Leihfahrrad zum Bahnhof, die Bahn nach Bad Schlema und das Taxi zum Haus meiner Eltern beinhaltet. Und die Generation meiner Eltern ist ja noch in der Zeit vor der Digitalisierung groß geworden. In einer Zeit, wo überhaupt noch keine digitalen Daten über sie gesammelt wurden. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder die andere. Diese Zeiten haben sich aber dramatisch geändert. Es ist an jeder Ecke werden jetzt Daten über unser Kaufverhalten, über unsere Vorlieben und über unsere Freunde gesammelt. Die werden in Profilen zusammengefasst und zu Geld gemacht. Und nachdem jetzt der Mensch ausgebeutet wurde, nachdem jetzt die Natur ausgebeutet wurde, ist jetzt auch noch der Mensch dran. Und das ist eine Entwicklung, der will ich mich mit aller Macht entgegenstellen. Und deswegen fordere ich eine sichere Digitalisierung, vor allem auch im Hinblick auf dieses furchtbare neue Polizeigesetz. Liebe Freundinnen und Freunde, für mehr Sicherheit brauchen wir auch mehr Bildung. Da muss jeder wissen, dass ein Cookie nicht nur was zu essen ist. Und ein Bug ist auch nicht nur ein schützenswertes Insekt. Aber im Ernst, wir erschaffen uns Systeme, die niemand mehr hinterfragen kann und versteht und übergeben denen sogar Entscheidungsgewalt. Ja? Diese Intransparenz führt zur Abhängigkeit von Unternehmen und Interessensverbänden und das darf so nicht passieren. Deswegen wiederhole ich hier gerne nochmal das, was ich in Leipzig auf der Anti-Upload-Filter-Demo gesagt habe und was ich hier auch auf der letzten LDK gesagt habe. Ich werde nicht zulassen, dass das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beschnitten wird und ich werde für die Meinungsfreiheit im digitalen Raum kämpfen. Das Sammeln und das Auswerten von digitalen Daten öffnet Tür und Tor für automatische Diskriminierung. Und Menschen dürfen auf gar keinen Fall aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder irgendeines sonstigen Merkmals systematisch benachteiligt werden. Und wie so eine automatische Diskriminierung in der Praxis aussieht, kann man sich zum Beispiel heute schon bei Amazon anschauen. Da wurden Bewerbungen mithilfe des Computerprogramms ausgewertet und die besten eingestellt. Es hat dann ewig gedauert, bis festgestellt wurde, dass das Programm Männer bevorzugt und Frauen benachteiligt. Ups. Und die Moral von der Geschichte? Um Software Gleichberechtigung beizubringen, darf sie nicht nur von Männern entwickelt werden. Deswegen brauchen wir mehr Frauen in den MINT-Fächern und in den technischen Berufen. Und so früh wie möglich sollen Schülerinnen und Schüler informatische Grundbildung erhalten. Und wir müssen auch die Errungenschaften der Frauenrechtsbewegung verteidigen, sonst wird der Gender Pay Gap hier wieder steigen und Frauen auf einen enormen Anteil und stetig wachsenden Anteil in unserer Gesellschaft kaum Einfluss haben. Liebe Freundinnen und Freunde, Regierungs- und Parlamentsarbeit muss transparenter werden, vor allem hier in Sachsen. Dazu gehören Livestreams, ein Transparenzgesetz, aber auch der Einsatz von Open-Source-Software. Wir dürfen nicht von Lizenzen internationaler Großkonzerne abhängig sein. HandwerkerInnen müssen auch nicht einmal pro Jahr die Lizenz für ihren Hammer erneuern. Ja. Wir müssen die Souveränität über unser tägliches Handwerkszeug wiederherstellen.
Wir brauchen eine transparente Digitalisierung und wir brauchen den gläsernen Staat und nicht die gläsernen BürgerInnen. Und wir brauchen auch nicht nur freie Software, wir brauchen auch offene und maschinenlesbare Daten. Egal, ob es da Daten um Vogelzählungen, CO2-Messwerte oder ein Protokoll aus dem Landtag ist. Mir ist das persönlich besonders wichtig, weil ich in meinem Leben schon so oft davon profitiert habe und ich möchte, dass das auch andere können. Ich habe während meiner Promotion mit Wikipedia-Daten gearbeitet und die Firma, die ich seit 2014 mit aufgebaut habe, benutzt bis heute offene Schienennetzpläne, Karten und Zensusdaten, um beispielsweise die Ärzteversorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Ich möchte öffentliche Daten nutzen und private Daten schützen. Und ich möchte für uns, für das andere Sachsen, für eine nachhaltige Zukunft im Landtag kämpfen. Die Digitalisierung darf in Sachsen nicht dem Zufall oder schlimmer der CDU überlassen werden. Ich, und das sage ich jetzt als Informatiker, möchte so wenig Digitalisierung wie möglich und so viel wie nötig. Digitale Wandlungsprozesse müssen sozial und ökologisch nachhaltig sein. Und die Sicherheit der BürgerInnen im digitalen Raum muss verteidigt werden und Überwachung verhindert. Liebe Freundinnen und Freunde, wir von Bündnis 90 Die Grünen, wir sind der Algorithmus gegen die Klimakatastrophe. Dafür stelle ich mich zur Wahl mit dem Votum meines Kreisverbandes und als Direktwahlkandidat in Leipzig. Ich bitte um euer Vertrauen und freue mich über eure Unterstützung. Danke.